Herr Regierungsrat Galatti, warum haben Sie sich jetzt dazu entschieden, Veranstaltungen mit 150 Personen bis 1000 Personen bewilligungspflichtig zu machen im Aargau? Der Bundesrat schreibt ja mit seiner neuen Coronavirus-Verordnung von heute Morgen um 10 Uhr in den Kantonen vor, sie müssen von sofort, ab sofort bis am 15. März dafür sorgen, dass Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmer vorher eine Beurteilung vom Risiko stattfindet, wo einerseits müssen gemacht werden durch den Veranstalter selber, die Risikobeurteilung, und andererseits durch den Kantonsarzt. Leider hat der Bundesrat nichts darüber geschrieben, wer das entscheiden soll, wenn die beiden Beurteilungen voneinander abweichen. Da wäre ja an sich ein Leerlauf, wenn man zwei Beurteilungen macht, aber niemand dann entscheidet, ja oder nein. Habe ich entschieden, dass das bei uns der Kantonsärztliche Dienst, Frau Dr. Yvonne Hummel, in jedem Einzelfall entscheiden. Und dass sie entscheiden kann, braucht es halt entsprechende Gesuche. Ein kurzes und pragmatisches Bewilligungsverfahren und dann einen Entscheid. Aber einen schnellen Entscheid, ja oder ja mit Auflagen oder nein. Es ist jetzt so eine Veranstaltung mit 150 bis 999 Personen, ist jetzt mit einer kleinen Hürde, mit so einer Bewilligungspflicht verbunden. Aber trotzdem, was heisst denn das? Warum ist das doch gut für die Aargauer Bevölkerung und ihre Gesundheit? Ja, das Verbot über 1000, das der Bundesrat beschlossen hat, oder die Bewilligungspflicht ab 150 Teilnehmer, die ich eingeführt habe, hat den Grund darin, dass man Volksgesundheit, aber auch die Gesundheit von jedem Einzelnen schützen und dafür sorgen mit diesen Restriktionen, dass sich das Virus nicht ganz schnell und ganz breit weiterstreuen im Kanton Aargau. Dass man das Virus nicht völlig unterbinden oder unterdrücken kann, das ist, glaube ich, auch jedem, das ist, glaube ich, auch im Bundesrat klar. Frau Dr. Hummel, jetzt hat man hier eben Grossveranstaltungen komplett abgesagt, kleinere Veranstaltungen nur mit einer Bewilligung. Warum macht man das? Was ist da so der medizinische Hintergrund? Es ist natürlich so, oder, dass wenn viele Menschen zusammenkommen, auch mit näherem Körperkontakt, wie das halt bei Konzerten kann sein, wie das bei irgendwelchen Festen sein kann, dort ist halt das Risiko grösser, dass man kann, ein Virus halt auch übertragen kann. Weil das Virus wird ja über Tröpfchen übertragen von Mensch zu Mensch und insbesondere bei engem Kontakt. Und das ist der Grund, dass wir halt jetzt gesagt haben, auch bei mittelgrossen Veranstaltungen würde man jetzt halt wollen, eine Bewilligung erteilen, weil das natürlich auch als unsere Aufgabe erklärt worden ist. Jetzt, wie ist das in einem Grossraumbüro, in Schulen, gibt es sicher viele Leute, die sich dazu Gedanken machen. Wie ist das für diese Leute? Das geht eigentlich ganz genau gleich weiter, oder? Weil es ist so, dass in einem Grossraumbüro dort sitzen die Leute mit einem gewissen Abstand. Das ist eigentlich nicht gemeint mit dieser Bewilligung. Also Grossraumbüro, Schulen müssen nicht irgendwie eine entsprechende Bewilligung haben. Das ist wie ein anderes Thema, oder? Was aber bei den Schulen natürlich genauso gilt, was ich vorher, also was ich in der Pressekonferenz auch erwähnt habe, ist, dass Personen, die krank sind, die sich krank fühlen, dass die daheim bleiben sollen. Und dass Personen, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben während den letzten 14 Tagen, dass die auch daheim bleiben sollen. Und wie ist es jetzt? Jetzt ist mal das Veranstaltungsverbot bis am 15. März. Wie geht es denn weiter? Ist das ein fixes Datum oder kann sich das auch noch ändern? Das Datum kann sich selbstverständlich ändern, weil wir werden uns natürlich wieder auch mit dem Bund, mit dem Bundesrat, mit dem BAG absprechen. Und unsere Massnahmen richten sich eigentlich auch gemäss den Vorgaben, wie das eben der Bund dann sieht und auch die Situation einschätzt. Besten Dank, Frau Hummel.